Einen wunderschönen, liebe Freunde. Ich möchte dir in diesem kurzen Video einmal zeigen, wie du aus ganz normalen Bildern coole Bokeh-Effekte erstellen kannst. Und zwar kann es ja sein, dass du aufgrund der technischen Voraussetzungen, also Kameras oder Objektive, die du hast, beziehungsweise nicht hast, vielleicht nicht in der Lage sein wirst, solche Bokeh-Effekte zu erzeugen. Und deswegen will ich dir mal zeigen, wie du es aus einem ganz normalen Bild mit, ja, eigentlich nur 2, 3 Reglern ganz schnell erzeugen kannst. Und zwar habe ich mir jetzt hier mal ein Bild genommen, das habe ich 2010 mit dem Handy tatsächlich geschossen. Absolut unbrauchbar, für mich zumindest, aber für Bokehs echt eine geile Sache. Und zwar machst du Folgendes, beziehungsweise ich mache jetzt Folgendes. Ich dupliziere mir einmal meine Hintergrundebene und gehe dann in die Filter, Weichzeichnungsgalerie und nehme mir den Feldweichzeichner. So, mit dem Feldweichzeichner kann ich ja eigentlich mein Bild ja wunderbar weichzeichnen, wie du siehst. Und du siehst, was hier schon passiert. Man kriegt so leichte kleine Bokehs und die kann man noch wesentlich geiler herausarbeiten. Und zwar hast du hier unten nämlich in diesem Feldweichzeichner, beziehungsweise allgemein in dieser Weichzeichnergalerie, die Effektepalette. Und hier hast du 3 Bokeh-Regler. Wenn du die einfach mal nach rechts ziehst, dann siehst du, dass du mit dem oberen die Spitzlichter eigentlich schön herausarbeiten kannst. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen kantig, ein bisschen eckig und ein bisschen scharf aus, aber da kümmern wir uns gleich drum. Bokeh-Farbe, das was ordentlich irgendwie rausleuchtet und so einen leichten Farbtouch hat. Du siehst, jetzt gehen wir so schön in die gelben Lichter mit rein, in die roten und auch in die blauen. Und mit dem Helligkeitsbereich kannst du definieren, welche Tonwertbereiche denn überhaupt von deinen Einstellungen betroffen werden sollen. Ja, umso weiter ich nach links gehe, umso mehr wird von dem Bild natürlich mit aufgegriffen. Da musst du einfach die richtige Balance finden, was halt auf dein Bild so ganz gut passt. Ja? So, ich mache jetzt einfach mal 0 und 255 und gehe mit der Farbe mal ein bisschen zurück. Und auch mit den Lichtern. So. Und wenn ich diese harten Lichter jetzt weicher kriegen möchte, dann erhöhst du einfach wieder die Weichzeichnung und du siehst, so kriegst du ein richtig schönes Bokeh. In dem Fall ist es jetzt so, dass mich tatsächlich diese Linie hier ein bisschen stört, genauso wie die. Das sind einfach so krass helle Batzen. Die würde ich eigentlich noch wegkriegen wollen. Die werde ich aber nur so wegkriegen, indem ich einfach die Lichter, die hier zu Bokehs werden, im Originalbild rausretuschiere. Das wäre einmal diese Kante und dieser Bereich hier. Ja? Ich klicke jetzt einfach mal auf OK. So. Deaktiviere mal meine Ebene. Dupliziere mal meine Hintergrundebene nochmal. Mache jetzt einfach Folgendes. Ich nehme mir einfach einen Pinsel mit schwarzer Vordergrundfarbe und pinsel hier einfach in diesen Bereichen einmal mit schwarz drüber. Ja, weil ich muss das ja nicht mal ordentlich wegretuschieren, weil es wird ja eh weich und somit wird man die Strukturen und die Details hier eh nicht mehr erkennen. So, deswegen also einfach super easy. Und jetzt gehe ich einfach auf Filter und nehme mir die obere Kategorie, denn dieser obere Punkt hier, der hat ja alle Einstellungen von meinem letzten Filter mit gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann wird genau die gleiche Weichzeichnergalerie, der Feldweichzeichner mit genau den gleichen Einstellungen nochmal angewendet. Und du siehst, dass wir jetzt hier in dem Bereich die Linie weggekriegt haben. Hier sieht es besser aus. Jetzt habe ich hier natürlich so eine unschöne Linie, die dann aufgetaucht ist. Aber ja, gut. Soll uns jetzt mal nicht weiter stören. Ich wollte dir eigentlich so nur zeigen, wie du ganz lässig und ganz einfach aus irgendwelchen Bildern coole Bokehs erzeugen kannst. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen und du kannst das sinnvoll einsetzen. Wenn das so ist, lass mir gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal, dann wirst du nämlich nichts mehr verpassen und wir sehen uns sehr gerne im nächsten Video.